Einen wunderschönen Sonntag miteinander, geliebte Brüder und Schwestern. Ich gönne mir hier gerade das Rap-Quiz von Money Mark und MC Boogie von Mr. Rap. Und ich muss sagen, ich habe noch nie dieses Jahr so viel gelacht bei einem Video wie dabei. Das müsst ihr euch reinziehen, Alter. Boogie, bester Mann. Diese Woche ist eine ganze Menge Interessantes passiert. Warte. Sonst kann ich nie arbeiten. Zuerst hat mich sehr gefreut, dass bei euch die ganzen T-Shirts schon angekommen sind. Also noch nicht bei allen, aber bei vielen. Und zwar die limitierten, die wir hier rausgehauen haben, zusammen mit dem Kong. Mit Fund Angels auf dem Rücken. Davon gab es 250 Stück in einer Einheitsgröße. Für die, die jetzt fragen, kommen die mal wieder? Nein, die kommen nicht wieder. Wenn was limitiert ist, ist es limitiert. Und das wird natürlich auch nicht wiederkommen. Also wer keins hat, der hat verpennt. Wer eins hat, der ist zufrieden gewesen. Es gab wirklich nur durchweg positives Feedback. Und sowas freut mich wirklich sehr. Danke nochmal. Die Woche gab es auch einige Bans. Revi wurde bei Twitch gebannt. Drache, also der Drachenlord, hat sich selbst gelöscht. Jetzt stehen die Spekulationen im Raum, wann wird er seinen Kanal reaktivieren? Ich würde sagen, ja, spätestens nächste Woche ist er wieder da. Was sagt ihr? Mimi wurde ebenfalls von YouTube gesperrt und YouTube hat gesagt, er hat diese Sperrung zurecht bekommen, weil er so massiv gegen die Richtlinien verstößt. Da geht es wahrscheinlich so um Hassrede, Mobbing und so weiter, weil ein Großteil seiner Videos, die jetzt rauskamen, richten sich ja konkret gegen bestimmte Personen und das wird vielleicht so ausgelegt. Ich wünsche ihm im Kampf gegen unseren Arbeitgeber hier trotzdem viel Erfolg. Bin ja mal gespannt, was dabei rauskommt. Genauso bei Skurrus, bei Twitch. Es gibt ja momentan auch einige, die Prozesse hier haben gegen große Portale wie Twitch oder YouTube. Und das verfolge ich persönlich, weil ich ja selbst immer noch mittendrin bin, mit großem Interesse. Ich brauche mal Koffein. Ich kann sonst... Nee, es geht nicht. Es funktioniert einfach nicht. Kann ich den jetzt bringen? Nee, oder? Nee, doch, kann man bringen. Die folgende Person, die hat es nicht nur gelöscht, sondern komplett aus... Nee, das geht gar nicht, Alter, das geht gar nicht. Jedenfalls, Karin Ritter soll ja angeblich von uns gegangen sein. Angeblich. Bisher habe ich mir vorhin das Video von Kummerkasten angeschaut, weil ich dachte, ja, der hat bestimmt so ein paar neue Infos. Also nein, der spekuliert ja auch nur ein bisschen und sagt im Prinzip, man kann auch nicht sagen, dass sie tot ist. Es gibt noch keinen Beweis. Tag 24 hat, soweit ich weiß, schon eine Schlagzeile drüber gemacht. Aber ich habe es auch schon von vielen gehört. Einige haben es auch schon so gepostet und so ihr Mitleid bekundet, so... Als würden sie wissen, dass sie definitiv schon tot ist. Junge, wartet doch bitte erstmal ab. Das ist uncool. Ich hoffe, es geht dir gut. Ich will wieder was von dir hören. Was sollen wir sonst als Adventskalender 2021 schauen? Dann wurde diese Woche ein Thema eher gehypt, beziehungsweise viel besprochen, was ich ja vorher eigentlich noch gar nicht wirklich beachtet habe. Ich habe mitbekommen, dass es diesen Begriff gibt, und zwar Manspreading. Ich setze mich jetzt einfach mal genauso hin, wie ich hier gemütlich sitzen würde. Wie ich auch in Bus und Bahn sitze oder so. Das ist halt so. Ich kann mich aber auch so hinsetzen, wenn es sein muss. Das ist dann eher so auf Flugzeug angelehnt. Ab wann mache ich ein Manspreading? Ist das hier schon Manspreading? Sind meine Beine jetzt zu weit auseinander, Alter? Okay, wenn ich mich so hinsetze, sehe ich ein, kann man schon sagen, es ist zu viel. Aber, ja. Alter. Jeder, der als Typ... So da, ich kann es nicht, ich kann es nicht. Wenn du als Typ deine Beine überkreuzen kannst, Alter, hast du keine Eier oder was? Ich begreife das nicht. Wenn ich Männer sehe, die so da sitzen, Alter, tut das dir denn nicht weh? Oder ist dein Sack 20 cm lang, dass die Eier dann hier unten hängen? Ich begreife das nicht, Alter. Denkt ihr, ich sitze so da, weil ich das cool finde, hier mir so viel Platz zu nehmen? Nein, ich habe was zwischen den Beinen, was ich sonst zerquetsche. Ich muss mich beruhigen, ich muss mich beruhigen. Ich habe euch dieses Mal mehrere Sachen zu verlinken in der Beschreibung. Wie gesagt, zuerst dieses Video mit MC Boogie, Alter. Ich gucke das dann noch fertig. Ich habe wirklich gut gelacht. Dann, die Moni hat einen neuen Kanal. Ich habe da zwar bei Freddinger Vlog schon ein kleines Video zu gemacht, aber man kann es ja hier nochmal erwähnen. Weil, ihr müsst das wissen. Ihr müsst das wissen. Ihr müsst wissen, wo es die besten Socken und Unterhosen zu erwerben gibt von Schmalenthaler und auch ziemlich wilde Vlogs. Moni hat wieder mit Videos angefangen. Link ist in der Beschreibung. Und was ich euch auch in der Beschreibung verlinkt habe, ist der Vlog vom Korn mit mir, wo ich in Düsseldorf war. Der Mann lädt seine Vlogs zwar erst mehrere Wochen später hoch, aber da sieht man noch ein paar Dinge, die so hinter den Kulissen passiert sind. Ich wollte mich einfach mal bei den Mitgliedern meines Kanals bedanken. Ich streame ja nicht auf YouTube, deswegen gibt es ja auch nicht sowas wie ein Abo-Chat oder so. Wenn ihr hier Mitglied werdet auf dem Kanal, dann schmeißt ihr mir monatlich halt ein paar Euro in den Rachen und habt dann so lustige Symbole zwischen euren Kommentaren oder Emojis, die ihr verwenden könnt, wie bei Twitch halt. Ich wüsste auch nicht, warum man das machen sollte. Ich möchte mich jedenfalls trotzdem für den Support bedanken bei Erlenmeyer, Silitbang, Nils, Samuel, M. Static und der Dubi. Gott segne euch.
meine Glückwünsche an jeden, der bei der GameStop-Aktie davon profitiert hat. Ich habe das ein bisschen mitverfolgt, was so passiert ist, aber als ich dann mir so dachte, ja, haust du mal ein paar hundert Euro da rein, vielleicht kannst du noch ein bisschen was rausholen, wurde das Ganze bereits gecancelt. Ja, Prost, danke für nichts. Dann komme ich jetzt mal zu den Fragen, die mir auf Instagram wie jede Woche gestellt habt. Ich heiße übrigens Adlers & Pictures und bin da sehr aktiv, wer mir noch nicht folgt. Warum habe ich mich dem grünen Teufel abgewandt? Wann habe ich das jetzt erwähnt? Beim Alex-Unboxing habe ich das erwähnt. Ich kiffe seit mittlerweile, glaube ich, einem Jahr nicht mehr und bin darüber echt glücklich. Ich habe das auch sehr regelmäßig gemacht früher. Habt ihr auch verfolgt in Vlogs und Videos und Livestreams. Und ich persönlich hatte da einfach immer wieder Probleme mit meinem Magen-Darm-Bereich. Mir ging es da schlecht irgendwann. Ich hatte Schlafstörungen und die Wirkung, die das Ganze auf meinen Alltag, auf meine Persönlichkeit hat, die hat mir einfach nicht gefallen. Ich werde einfach zu gleichgültig. Ich habe mich immer fauler gefühlt. Und das sind alles so Begleiterscheinungen, die für mich dieses High nicht rechtfertigen. Wenn ich irgendwie aus dieser Welt flüchten will oder irgendwas mir genehmigen will, dann ist es nach wie vor der Alkohol. Ist sicherlich keineswegs gesünder, aber ich kann das besser kontrollieren. Ja, außer ich sauf mal zu viel, dann mache ich auch Blödsinn. Aber es ist Geschmackssache, ich komme mit dem Alkohol auf jeden Fall auf Dauer besser zurecht. Deswegen habe ich mich gegen das Grüne entschieden. Und es ist ja zum Glück auch in Deutschland legal, sich mit Nervengift namens Alkohol zuzulöden, wann man will, wo man will, wie man will. Ja. Da muss man sich wenigstens keine Sorgen machen, dass man irgendwo erwischt wird. Das ist halt auch ein guter Vorteil. Zum Conor McGregor-Kampf habe ich echt nicht viel zu sagen. Ich bin wirklich ohne Witz an dem Tag kurz vorher eingepennt und habe das einfach verpasst. Ich bin ja wirklich gefühlt eine Viertelstunde, bevor der Kampf angefangen hat, eingeschlafen. Ich habe dann am nächsten Tag versucht, ohne gespoilert zu werden, hier den Kampf zu sehen und dachte mir nur so, Alter, war es das jetzt schon? Da lag dieser blutende Mann dort in der Ecke. Ich hoffe, er kommt zurück und fickt alle weg. Wie bist du auf die Idee mit YouTube gekommen und auf den Stil? Der Stil der Videos, also dass so Reviews und Unboxings so uncut im One-Take kamen und dass man sozusagen drumherum dann sozusagen sich darauf einstellen muss, ich muss jetzt alles bei diesem einen Take hinkriegen, darf mich möglichst wenig versprechen und so, darf dann nichts rauscutten und so weiter. Das ist entstanden, weil ich immer nur einen ganz, ganz mageren PC hatte, der die Videos in der Qualität, wie ich sie mit den Kameras aufgenommen habe, gar nicht rendern konnte und ich konnte die Videos einfach gar nicht bearbeiten. Ich war sozusagen gezwungen, die Uncut hochzuladen, sonst hätten die gefühlt 10 Stunden gerendert. Oder das hätte es gar nicht geschafft. Ich habe jetzt erst einen ordentlichen PC und jetzt kann ich halt auch schneiden und mich da ausleben. Und habe halt richtig, richtig lange, also viele Jahre gebraucht, um da mal zu investieren in so einen PC. Das ist eigentlich der Grund. Und ich habe mich da einfach dran gewöhnt und das wurde auch so zu meinem Markenzeichen. Das hat es ein bisschen besonders gemacht. So. Und ja, die Vlogs habe ich auch viele Jahre am Handy geschnitten, wurden einfach aufgenommen, Szenen aneinander rein und das war für mich immer ganz wichtig. Ich will einfach Sachen aufnehmen, die wirklich passieren. Also ich sag mal, eine Sache passiert, ich hole die Kamera raus und filme die. Nicht, ich denke mir jetzt, ich muss jetzt irgendwas filmen. Wir denken uns mal was aus und machen das und dann filme ich das. Nee, das ist immer genau das Gegenteil von dem gewesen, was ich machen wollte. Ich wollte immer gucken, etwas Interessantes passiert, ich hole meine Kamera raus und filme das. Und zwischen 2016 und 2018 war das ja ein Riesenerfolg. Die ganzen Videos im Brennpunkt, die ganzen Suff-Vlogs, der ganze Wahnsinn. Könnt ihr euch ja sicherlich daran erinnern. Und das war auch was Besonderes auf jeden Fall. Ja. Und so hat sich das über die Jahre eingepegelt. Was ich jetzt mache, ist ja ein bisschen anders. Aber so im Großen und Ganzen. Was sagen deine Nachbarn dazu, dass du die Papiertonnen vollhaust? Die freuen sich bestimmt sehr. Ja, ich fülle die mehrmals in der Woche. Aber manchmal sind die auch schon voll, bevor ich überhaupt drankomme. Da muss ich bis zum nächsten Tag warten. Und sobald die dann leer sind, dann mache ich sie voll. Grüße gehen raus an meine Nachbarn. Was hat das Meeresgetier neulich insgesamt gekostet? Man munkelt, das Mädenvieh ist immer noch am Rechnen. 2 Monate. Und zu der ganzen Thematik mit den Pokémon-Karten von Papa Platte und Monte und Trimax und so kann ich mich jetzt nicht äußern. Ich habe nie Pokémon geschaut, ich habe nie Pokémon-Karten gesammelt. Ich habe letztens mal welche in der Fanpost bekommen. Ich weiß gar nicht, wo sie jetzt gerade liegen. Und da haben mir Leute geschrieben, die sind nichts wert. Manche haben geschrieben, ja, ich nehme sie dir von 20. Manche haben geschrieben, ja, die sind mehrere tausend Euro wert. Ja, ihr habt mich schön wieder verarscht. Ich weiß nicht, das ist jetzt nichts für mich. Ist nicht mein Thema, aber auf jeden Fall GGs zu den 270.000 Zuschauern auf Twitch. Nie schlecht. Berg. Ja, moin, ich melde mich wegen Ihrer eBay-Kleinanzeige der Kaffeemaschine. Ja,
Ja. Ist das gute Stück noch erhältlich? Ja, ist es. Wie bitte? Ja. Ich melde mich wegen Ihrer eBay Kleinanzeige. Ja, die ist noch erhältlich. Ausgezeichnet. Ich bin ein absoluter kaffeeabhängiger Mann, deswegen brauche ich dringend eine neue Kaffeemaschine. Ist die auch sofort einsatzbereit? Nee, die ist kaputt. Die ist nur am Waschlauch abzugeben. Die ist defekt. Können Sie mir sagen, welche Teile an der Maschine defekt sind? Alter. Ich sag's euch, wenn du Tourette hast und irgendwas bei eBay Kleinanzeigen kaufen willst, du kriegst es einfach nicht. Das ist schon gemein. Das ist schon gemein. Hallo? Moinsen, ich melde mich wegen Ihrer eBay Kleinanzeige, der Lampe. Die Lampe, ja? Ja, die Lampe, ist sie noch zu haben? Aha. Wie bitte? Ja, ist noch da, die Lampe, ja. Schönen guten Morgen. Hallo? Hallo, ja. Ich melde mich wegen Ihrer eBay Kleinanzeige der Lampe. Ja, ich höre das. Ich habe Sie schon verstanden, ja. Möchten Sie die haben? Das Manifest. Okay. Das Manifest. Wie bitte? Das Manifest. Das Manifest? Ja. Ja, du bist aber ein irrer Hund, hä? Ja. Ja? Ja, was kann ich denn für dich tun? Ich melde mich wegen Ihrer eBay Kleinanzeige der Lampe. Ja, genau. So, jetzt nochmal. Also wenn du die haben möchtest, kannst du dir die abholen und mir das Geld geben und verkaufe ich dir die. Ja, Halleluja! Sie vergessen ja, schon wieder das Manifest!